Mein Frühstück. Mami. So, After Alkohol. Ich hoffe, das geht direkt in meinen After. Oh ja. Handy übrigens irgendwas gemacht, dass der Akku jetzt leer ist. Am nächsten Tag und dreimal die PIN falsch eingegeben. Das macht mich verdammt glücklich. Shoutout gehen raus an Frühstücksflock. Steht man? Yeah. Kannst du uns bitte was über orale Hygiene erzählen? Richtig und wichtig. Die Scheiße mal aufgenommen. Henry. Ist da alles drin? Ja, noch ist alles drin. Nee, Weisheitszähne alle vier weg. Schönen guten Morgen, die Nachbarschaft. Ja, die Maus wird direkt gefangen. Die hat eine Maus bekommen? Oder? Nee. Hast du das bekommen? Hallo? Da hat jetzt noch 1200 Euro. Der wird jetzt das gefangen? Hat es. Über 960. Nur die Hühnerfarm nebenan. Feinstes Huhn, das macht mich wirklich glücklich. Eines Tages, wenn ich ja also locker 100 Jahre alt bin, werde ich hier leben. Was ist denn das? Junge, das ist hier wahr. Also, warte. Junge, ich wollte dir gerade wirklich eine coole Aufnahme machen, wie du irgendwie Holz, Alter, wie du Holz hackst, aber dann ist einfach nur das Ding kaputt gegangen. Und das eine Scheit. Alter. Hack mir Holz. Einen wunderschönen guten Tag, geliebter Onkel. Was mache ich denn schon wieder falsch? Ja, da kommst du ja schon. Das ist der stolze Gockel. Ne, ist kein Gockel. Bist du etwa dieser. Junge, bist du etwa dieser Asche? Wie bitte? Weiß nicht, wenn du meinst. Hackt mir Holz. All the other kids with the pumped up kicks, they better run, faster than the bullets. Maracuja? Marabu. Ja, das ist Twist, ja? Ja, alles noch. Der Marabu, der macht das auch auf und zu. Lass es euch schmecken, ihr tapferen Recken. Das ist ein Biersäufer hier. Du bist kein ordentlicher Trinker, wenn du das Bier auftrinken kannst. Das stimmt. Ladet mehr Patrick Kamel Singh. Nee. Ladet mehr Videos über Handy-Hotspot hoch. 1 Stunde 15 Minuten. Warum ist das gute Leben? Warum ist das gute Leben? Feinster Gulasch. Und das sind angeblich Bratkartoffeln. Aber das sind Bratkartoffeln. Schisch. Jürgen? Ihr wünscht euch regelmäßig, dass ich mal wieder die Schanze besuche. Heute haben wir es gemacht. Ha! Ist das hier der sogenannte Lord? Ja, ja. So, der September hat offiziell begonnen. Das Leben ist hart. Nee. Okay. Du hast recht. Das ist doch nicht. Vielen Master. Schmeckt. Mit Eistee Pfirsichgeschmack. Was? Hardmade. Alter. Oh ja. So was brauchen wir bei uns. Aber du hast wieder die Flasche halb angespuckt. Ja.
Was denn? Ein bisschen Kultur muss immer sein. Ich hab keine Frage. Was du das tun? Jetzt einen deutschen Cent. Henry! Ein Cent? Ja, das Cent hört rein, Schwanz. Die polnische Spielbank, hier verliert man auch nur. Da wird uns mal rein. Monte White. Hab ich noch nie gesehen. Das ist mein Mittagessen. Ich bin sehr lang und dürr. Die polnische Packstation lässt mich sogar im Urlaub nicht in Ruhe. Ich muss immer an euch denken in der Heimat. Wie viel Gammelfleisch wohl in diesen Fächern hier liegt. Wir sind im Urlaub. Jetzt gehen wir nochmal ins Kaufland. Wir werden dann grillen und mies genießen. Bruder, welches Fleisch empfehlen Sie? Was? Ein Huhn kostet 14,99 €. Das sind wie viel Euro genau? 3 Euro. 3 Euro circa. 3 Euro, ein ganzes Huhn. Ich meine, ein ganzes Huhn. Ich muss sagen, das Coca-Cola Lime schmeckt nicht wie erwartet nach Uhu oder Patafix. Es ist äußerst köstlich und erfrischend. Hat dich dieser Spruch erheitert, Bre? Äußerst, aber bitte nenn mich nicht Bre, ich bin nicht Mr. Diabetes. Es sieht aber ähnlich aus. Verzehrst nämlich gerade ein süßes Kaltgetränk. Das hat 17 Kalorien auf 100 Milliliter. Kannst du völlig überhöht fahren? Das könnten wir tun, aber dann ist der Sprit schneller alle als. Ah, stimmt. Ja. Während der Herr Meib sein Auto wäscht, habe ich hierhin uriniert. Wir begutachten gerade die sehr miefige, also wirklich, hier stinkt es nach Tod, aber relativ schöne Natur. Schickt mir Rohrkolben. Herr Manzer, gib doch mal bitte ein Statement zu polnischen Städten und Dörfern. Sehr, sehr wenig los. Keine Ahnung. Es ist viel zu wenig los in Polen. Wie dick müssen eigentlich die Damen sein, dass sie eine Chance bei dir haben? Ja. Du bist das geilste Krank, Alter. Die Autowäsche kommt im Strahl. Warte, zeig ihm den. Junge, Alter, das. Das macht mich einfach nur glücklich. Schickt mir schäumige Schaum. Yeah. Professionelle Auto- und Zahnreinigung bei Fredinger-Vlog auf Instagram anfragen. Ich würde gerne sprühen, aber. Ja, der Grill ist das schönste Spielzeug für den Mann. Normalerweise wird ja immer alles mit Spiritus vollgeschüttet. Heute müssen wir naturale Kohle ans Unterherhalten. Dieses ist einfach nur geil hier, wirklich, dieses Landleben. Könnte ich mich dran gewöhnen. So muss das aussehen, wenn Experten am Grill sind. Das macht mich einfach nur geil. Junge. Alkoholfreiem Bier kann das nur so aussehen. Ist das die ganze Grillanzündung? Ja. Guck mal, selbst damit geht's nicht. Ist der neu gekaufte, oder? Ja, ich habe nur bezahlt. Wo ist der andere? Da liegt hinten. Ach so, nee, wir haben genug für drin. Da brauchen wir gehen mehr. Junge, Alter. Das macht mich einfach nur geil. Du Sau. Das ist, wenn die Kohle feucht gelagert wird. Alter, die Nachbarn. So, was? Geht es dir wieder aus? Oder? Nee, Nee, ja. Doch. Ah, ja. Junge. Hm. Das ist jetzt Dice, ne? Achso. Das gute Leben, Bre. Das gute Leben. In der Zwischenzeit haben sich die Sachen auch geregelt von selbst. Dort sitzt übrigens mein Großvater. Dort mein Urgroßvater. Gott hab euch selig. Ja, das war so tiefgründig, da werden die Zuschauer bestimmt ersaufen. Raucht weniger Zigarren, das schadet der Gesundheit. Aber es ist so ein verdammt geiler Genuss.
Ist er nicht teurer? Theoretisch schon. Hab dich lieb. Bist du ein stolzer Zuhälter? Ja. Was will man mehr im Leben, verdammt? Was will man mehr? Junge, das klingt jedes Mal, als würde hier irgendjemand... Genau, es ist einfach eine Romantik. Mal, das ist der Hund. Romantik pur. Hast du mich gerade Hund genannt? Nein. Ja, läuft gerade nicht so gut hier bei uns. Wir müssen heute Salami grillen. Aber dafür ist sie relativ schnell durch. Wo ist die Katze? Die wollte was essen. Henry. Niki. Junge, Alter. Oh yeah. Das Fleisch kostet übrigens 7 Slotti. 68. Das sind glaube ich 1,33 Euro. 1,50. Mit den Bärmern muss ich wirklich aufpassen. Die brennen schnell an. Ja, deswegen will ich die auch außen hin, hier außen platzieren stehen. Und dieses ekelhafte Gelee immer, was soll denn das? Ist es heute Kannibalismus? Das ist Rind, glaube ich. Das ist, nee, das ist Rind. Das ist wirklich Rind. Ja. Das ist das günstigste Rind, was ich je gesehen habe. Schick mir Berner Würstel. Nee, nee, bitte nicht. Bitte, nee, ich muss wirklich aufhören, das immer zu sagen. Schick mir Lech. Ja, das hat er auch gerade schon gesagt. Der Professor Doktor. Das ist einfach nur traumhaft. Das auch. Hier, aber deine Steaks sind ja übel schnell durch. Was kannst du essen, glaube ich. Ich bringe wieder mal den Kitsch. Das macht mich so glücklich, das zu sehen. Das Stück hier kann ich auch grillen machen. Nach einem... Das kann ich jetzt hier nie bringen. Feinstes Civets 0,0. Lass es dir schmecken, Bay. Einzig Kurzwurst. Alter, hier ist gerade was verpufft. Das war die Flasche. Ja, das war auch schon ja, ein romantischer Abend zu dritt. So muss das sein. Schickt mehr Öfen. Ich würde auch einen Burlajan nehmen für meinen Wintergarten, den ich nicht besitze. Aber ich besitze einen Wintergarten. Hat das hier alles in Ordnung? Du bist der Lagerleiter. Das ist einfach nur wunderschön. Filmt. Es filmt. Da soll sich nochmal über die Mischen mit meinem Vater aufregen. Das ist wirklich unfassbar. Der Junge, das ist ja viel zu kleine Gläser. Du bist ein viel zu kleiner Mann. Also, der Kühlschrank, der hält nicht kühler. Nee. Was ist denn eigentlich so drin im Kühlschrank? Jetzt nicht. Junge, Monatsende in Brolis? Der Monat hat erst begonnen. Junge, denn? Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist einfach Monat. Das war der Augusto Berner, der Sergeant, der würde sich hier, der würde hier heulen. Ja, bloß. Der würde in Depressionen verfallen. Das Ding ist, dieser Film, Alter, das macht mich wirklich fertig. Schau dir an, Hippowood. Bester Film mit Lipton Green Tea. Lipton Green Tea mit Absolut, das ist faszinierend. Mal gucken, ob es schmeckt. Na dann, schmecken lassen. Der Mann, der wird sich nach doch sehr oft umgeben gehen. Also. Wer nicht zu Schlaf kommt, weil er kotzen geht. Schon wieder eine. Der war gut. Herr Seibt, ein paar letzte Worte mit dem Vlog. Fick dich. So schön. Gute Nacht.
Sollen wir den Statement zu unserer schlaflosen Nacht geben? Ja. Ich drehe durch. Die Leute werden niemals glauben, dass es echt ist. Das ist der blanke Hohn. Ja, das ist der blanke Hahn. Nicht mal eine Tür zwischen den Zimmern. Ja, es gibt hier keine Tür. Du bist nackt. Ja, ich weiß, ich bin sehr nackt sogar. Ich würde auch gerne schlafen gerade. Ja. So, wäsche ich meine Husten ab. Alter! Scheiße! Schönen guten Morgen! Wie geht's? Ja. Heute ist Tag der Abreise. Ja. Wasch lieber deins ab, du Fatzer. Mein Glied habe ich gestern schon gewaschen. Riesenburger. Huhn mit Pommes. Barbecue-Soße. Cola. Coleslaw. 10 Euro. Das schmeckt so unfassbar gut, Alter. Frühstück, sein Onkel. Warum stehen wir die ganze Zeit im Stau? Weil in Deutschland viele Baustellen sind und in manchen Baustellen jemand einen Sekundenschlaf hat und dann wahrscheinlich die Leitplanke streift und dadurch noch mehr Stau verursacht, weil er dann einen Unfall hat. Das sind aber nur Spekulationen. Spekulationen. Aber es kann sein, dass eine Baustelle vor uns ist oder ein Unfall. Ich muss tierisch sehen. Ich muss genauso pissen wie du, aber die nächste Raststätte war geschlossen. Schmand. Noch ein paar allerletzte Worte. Schickt mir Aslan Grillhäuser. Mehr Adana. Und das war der letzte Urlaub mit dir.